Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3 Remastered. So, jetzt geht's weiter mit Vater und Sohn, oder was? Sollen wir? Huch, bin ich ins Wasser gefallen, oder was? Neues Gemälde im Herrenhaus freigeschaltet. Marinegemälde. So. Das sieht echt gut aus. Ich sagte doch, der Kurs ist falsch. Church ist uns jetzt sicher um Tage voraus. Habt etwas mehr Vertrauen. Er hat uns nie enttäuscht. Aber die Messlatte hängt auch nicht besonders hoch, oder? Wir sind näher, als du glaubst, Vater. Ob die da sind? Ist das die Welcome? Ei! Und sie geht vor Anker! Bring uns näher, damit wir mehr sehen. Bin schon dabei. Sieht aus, als wäre das Schiff verlassen. Church war schon immer ein gerissener Bastard. Dann ihnen nach! Volles Segel! Gebt alles, Männer! Weniger Knoten! Halbes Segel! Beeil dich! Wir werden keine zweite Chance bekommen! Halbes Segel! Sag mal, wie hast du es eigentlich zum Kapitän gebracht, so wie du segelst? Das weiß ich selber noch nicht. Vielleicht sollte mal jemand mit etwas mehr Erfahrung das Ruder übernehmen. Dann geh du doch ran! Wir brauchen mehr Fahrt! Volles Segel! Oh, Alter! Halbes Segel! Es sieht fast so aus, als wolltest du, dass ihr entkommt! Ja, ich kann ja nichts machen, ey. Die haben ja nicht so viele Probleme wie wir. Sag mal, wie hast du es eigentlich zum Kapitän gebracht? So wie du segelst! Ich muss leider mit einem. Los, volles Segel! Kann dieses Schiff denn nicht schneller? Nicht bei den Winden. Boah, scheiße, ich muss hier lang. Schneller, Connor! Wir müssen schneller werden! Volles Segel! Alles, alles Segel! Bitte
fährt zwischen den Klippen durch und die Akia ist dafür zu groß. Wir müssen außen rum. Gott verdammt, wir verlieren ihn noch. Was bleibt uns denn übrig? Die Felsen zerdrücken uns sonst. Die Strömung hier ist schnell. Wir haben noch eine Chance. Ja, aber nicht bei den scheiß Winden. Feindliche Schiffe nähern sich! Waffen bereit machen! Wir werden das Feuer erwidern! Alter. Church, nutzt den Angriff als Deckung! Versenkt ihn, bevor er flüchtet! Schickt den Bastard auf den Meeresgrund! Nein, das Schiff darf nicht sinken! Die Ladung ist äußerst wichtig! Schnapp ihn, Connor! Lass Church nicht entkommen! Verlier das Ziel nicht aus den Augen! Er ist halt da vorne direkt. Kein Segel! Runter! Vorsicht, Junge! Wechsle zu den dagegen, dass du ihn versenkst, mein Sohn. Aber wolltest du das Schiff nicht kapern? Und zu viel kassiert. Muss ich gegen alle Schiffe nochmal oder nur gegen das eine? Boah, ich muss erstmal wieder segeln hier. Feindliche Schiffe nähern sich! Waffen bereit machen! Wir werden das Feuer erwidern! Church, nutzt den Angriff als Deckung! Versenkt ihn, bevor er flüchtet! Schickt den Bastard auf den Meeresgrund! Nein, das Schiff darf nicht sinken! Die Ladung ist äußerst wichtig!
ihn, Connor! Das sind die anderen Leute. Ah, wie soll ich das denn machen, Alter? Ja, Leute, ich hab zwei schon erledigt. So gut wie weg! Alles daneben. Wir werden immer voll getroffen, Alter. Ah, doch. Männer, bereit zum Einsatz! Was tust du denn? Ich beende es. Oje. Sichert die Schiffe! Haken bereit! Zieht sie ran! Zu den Waffen! Zu den Waffen! An die Drehbassen! Gib Deckung vom Achterdeck! Sichert die Achterleinen! Zog den Bug fest! Ist leer. Was hat Church mit der Ladung gemacht? Es war ein richtiges Abenteuer, das sag ich dir. All deinen kleinen Tricks und Fallen zu entgehen. Clever! Einige jedenfalls. Das muss ich dir zugestehen.
Und wie du das alles geheim halten konntest. Wir hatten einen Traum, Benjamin! Einen Traum, den du zerstören wolltest. Und dafür mein gefallener Freund. Ich lass dir mal nicht ausreden. Genug. Wir kamen aus einem Grund. Müssen unterschiedliche Gründe sein. Wo sind die Vorräte, die du gestohlen hast? Was zur Hölle? Ich frage nochmal, wo sind die Vorräte? Auf der Insel dort. Warten auf Abholung. Aber du hast kein Recht darauf. Es sind nicht deine. Nein, nicht meine. Diese Vorräte sind für die Männer und Frauen, die an etwas Größeres glauben als sich selbst. Die kämpfen und sterben, damit sie eines Tages frei von einer Tyrannei wie eurer leben können. Sind das dieselben Männer und Frauen, die mit Musketen aus englischem Stahl schießen? Die ihre Wunden mit Bandagen verbinden, die englische Hände gewoben haben? Oh, wie praktisch. Wir Armen. Und ihr erntet den Lohn. Du versuchst nur, eure Verbrechen zu entschuldigen. Als wärst du der Unschuldige und die anderen die Diebe. Alles eine Frage der Perspektive. Es führt kein Weg durchs Leben, der edel und gerecht ist und niemandem schadet. Glaubst du wirklich, dass die Krone kein Ziel hat? Keinen Grund, sich verraten zu fühlen? Das solltest du besser wissen, der sich dem Kampf gegen die Templer gewidmet hat, die sich ja selbst auf der gerechten Seite sehen. Denk daran, wenn du meinst, nur dein Tun diene dem Allgemeinwohl. Dein Freund sieht das anders. Und das nicht ohne Grund. Samanios Ginaa, mit Diahne de Gantu Zidogaske. Das war richtig. Tod ist ein Segen für uns beide. Dann komm, du willst doch, dass ich dir helfe, alles von der Insel zu bergen. Ein bitteres Ende. Bei zwei von See her. Was ist das für ein Deutsch, ey? In der Erinnerung synchronisiert Sequenz 9 beendet. Sequenz 9 schon beendet und habe aber eigentlich nur 27% der Story geschafft. Oder war es 27% zu 100%? Ich bin mit meinem Vater vereint. Doch weiß ich noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Unsere Ziele sind gleich. Jedenfalls, was die Unabhängigkeit betrifft. Doch er verteidigt weiterhin Charles Lee, der meine Mutter tötete und mein Dorf niederbrannte. Dennoch, er hat recht, was Washington und seine Befürworter angeht. So viel Gerede über Freiheit und Gleichheit. Doch anscheinend gilt das nur für wohlhabende weiße Männer. Was ist mit einem wie mir? Der Report sieht nun 1778. Und es bleibt mir so wenig Zeit dafür. Willkommen zurück. Wie war's auf Martinique? Achilles, ich muss mich entschuldigen. Ich habe einige falsche Dinge zu dir gesagt. Deine Worte waren hart, Connor, aber auch nicht ohne Wahrheit. Ich ließ den Orden hängen, ermöglichte den Templern die Kontrolle. Doch nun ist ihr Griff geschwächt. Daher glaube ich, dass es eine Chance auf Frieden gibt.
Stell dir vor, was wir erreichen können, wenn wir uns vereinen. Woher der Sinneswandel? Woher kommt das plötzlich? Du bist deinem Vater begegnet, nicht wahr? Ich sage nicht, dass ich ihm traue oder ihn schätze. Aber es wäre nachlässig, die Gelegenheit zu ignorieren. Peyton mag zuhören, doch wird er verstehen. Und selbst wenn, stimmt er zu? Selbst er muss einsehen, dass wir gemeinsam mehr erreichen als allein. Ich nehme an, du willst ihn aufsuchen. Ja. Ich reite nach New York, um zu sehen, was getan werden kann. Alles klar. Das alles am... Und ist die Achse... Die Achse ist da immer noch drin. Finde ich cool. Also, das alles erleben wir leider erst in der nächsten Folge. Das ist dann schon...